ich bin Lena und wir melden uns heute aus dem schönen Haus der Jugend in Marburg. Und es ist Corona-Zeit und damit wir alle gut durch diese Zeit kommen und auch fit durch diese Zeit kommen und eben auch geistig gut durch diese Zeit kommen, wollte ich euch einladen, mit mir zusammen Yoga zu machen. Und für diese mental stressige Zeit habe ich gedacht, machen wir ein kleines Schulter-Nacken-Programm. Nämlich immer, wenn ihr gestresst seid, oder das kennt ihr vielleicht auch selbst, zieht sich hier die Nackenmuskulatur so zusammen und dann fühlt man sich irgendwie steif und nicht wohl. Und dagegen wollen wir heute was tun. Das sind ganz, ganz einfache Schulter-Nacken-Übungen, die alle aus dem Yoga kommen. Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt mal an. Wir beginnen ganz langsam im Liegen und schütteln erstmal alles aus, dehnen alles und machen das locker. Ich habe so eine Blockade im Rücken. Das heißt, ich rolle jetzt mal ein bisschen auf meinem Rücken rum. Und ihr habt ja hoffentlich keine Blockaden, deshalb schüttelt alles aus, was ihr habt. Und dehnt es ein bisschen. Wenn ihr kalte Füße habt, klopft sie nochmal gegeneinander, dann werden sie wieder ganz schnell warm. Und wenn ihr das Gefühl habt, alles ist soweit in Ordnung, beginnen wir auch schon. Und zwar ganz einfach, erstmal mit den Schulterrollen. Das machen wir erstmal rückwärts. Ach, das knackt schon ganz schön bei mir. Und dann wechseln wir auch nochmal und drehen nach vorne. Sehr gut. Haben wir die Schultern soweit, schauen wir nochmal. Heben sie abwechselnd hoch und runter. Und wenn ihr die soweit halbwegs warm habt, gehen wir zu den Armen und kreisen erstmal nach vorne. Und dann nach hinten. Und das ist ja alles noch ziemlich einfach. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn wir das jetzt entgegengesetzt machen. Lustigerweise hat man da meistens auch eine gute Seite. Eine schlechte Seite, das ist meine gute Seite. Wenn wir jetzt gleich drehen. ist das richtig? Keine Ahnung. Okay, ich glaube, das reicht. Arme sind soweit ganz warm jetzt, die Schultern auch. Jetzt kommt noch der Nacken und dazu legen wir den Kopf einfach auf eine Seite und zwar so, dass es richtig schön hier zieht. Schultern bleiben dabei gerade und ihr bewegt nur den Kopf zur rechten Seite. Das sieht man hier richtig schön hier am Hals. Deshalb wechsle ich jetzt auch nochmal die Seite. Sehr gut, ihr könnt das auch nochmal einmal nach vorne bewegen. Von der einen Seite zur anderen. Sehr gut. Jetzt machen wir noch eine weitere Übung für Schulter und Nacken. Da umgreift ihr eure Ellbogen mit den Händen und haltet das so parallel zur Erde. Und dann gehen wir auf die Seite. Rechte Seite. Nach links. Und ziehen den Arm richtig schön. Sehr gut. Jetzt machen wir was, das sieht komplizierter aus als es ist. Ich zeige es euch einmal, das geht so. Das ist eine richtig, richtig gute Übung. Also wir nehmen den linken Arm und legen den rechten Ellbogen drüber. Jetzt sind wir also quasi so. Und jetzt drehen wir noch die Hände und zwar so, dass die Daumen Richtung Stirn zeigen. Genau. Das könnt ihr natürlich hier so vor eurem Körper machen, aber jetzt zieht ihr nochmal die Ellbogen nach oben, sodass ihr hier ungefähr einen rechten Winkel habt.
und drückt die Handflächen gegeneinander. Und wem das immer noch zu leicht ist, der oder die kann jetzt noch versuchen, sich einfach auf ein Bein zu stellen und da nochmal das Gleichgewicht zu halten. Und immer schön die Handflächen gegeneinander drücken. Das zieht richtig, richtig schön hier im gesamten Schulterbereich. Das tut total gut. Genau. Das war's schon so. Achso, ihr könntet noch eine Übung machen. Die kann ich aber selber nicht so gut. Ich zeige sie euch trotzdem mal. Ihr kennt das vielleicht aus dem Sportunterricht. Ihr geht hier und versucht, eure Finger zusammenzubringen. Und ganz wichtig dabei, der Kopf, der neigt dazu, dann so zu der einen Seite wegzuknicken. Macht das nicht. Lasst den Kopf und die Halswirbelsäule gerade. Damit tut ihr hier was Gutes. Und jetzt lehnt ihr einfach die Arme und die Schultern nach hinten weg. Da könnt ihr natürlich auch nochmal die Seite wechseln. Tatsächlich komme ich auf dieser Seite nicht mehr annähernd mit den Händen zusammen. Aber gut, das habt ihr wahrscheinlich auch. Eine Seite funktioniert halt besser als die andere. Und dann gibt es noch eine Sache, die ihr machen könnt, die auch gut tut. Das ist, die Hände auf dem Rücken zusammenzubringen, so in so eine Art Gebetshaltung. Dann könnt ihr nach oben wandern, wenn ihr nicht euer T-Shirt mitnehmt. So, und drückt dann die Handflächen zusammen. Den Rest des Rückens lasst ihr natürlich gerade. Genau, das ist auch total gut für die Haltung, weil man eigentlich grundsätzlich einen geraden Rücken dabei hat oder haben muss, sonst kriegt man die Hände gar nicht zusammen. Genau. Abschließend dachte ich, wir machen noch ein paar Sonnengrüße. Ja. Macht einfach mal mit, die müssen nicht gleich perfekt sein. Das ist so eine Yoga-Abfolge von verschiedenen Asanas, die so aneinandergereiht werden. Und das ist eigentlich auch so das Berühmteste aus dem Yoga, die Sonnengrüße. Und da die Sonne, man sieht es hier im schattigen Hof nicht, aber gerade wunderschön scheint und wir das natürlich gerne auch noch in den nächsten Tagen so hätten, grüßen wir sie jetzt einfach mal. Und zwar fangen wir an, ich zeige das mal an der Seite. Wir fangen an, indem wir die Arme nach oben strecken, den Rücken ruhig richtig schön nach unten. Damit grüßen wir den Himmel und die Sonne. Dann grüßen wir die Erde. Wir stellen die Hände neben den Füßen auf, nehmen dann ein Bein, egal welches, in den Ausfallschritt nach hinten. Öffnen dann wieder den Brustkorb und den Kopf nach hinten. Ziehen das andere Bein nach. Und gehen dann in die sogenannte Cobra. Das heißt, wir heben den Rücken an. Genau, aber versucht das nicht, indem ihr die Arme durchdrückt zu machen, sondern indem ihr wirklich die Kraft aus der Rückenmuskulatur holt. Und das muss auch nicht so sein. Es reicht völlig, wenn ihr ungefähr so weit nach oben kommt. Genau. Dann gehen wir wieder nach unten und in den herabschauenden Hund, so heißt diese Yoga-Übung. Und dann nehmen wir das gleiche Bein, was ihr eben nach hinten genommen habt, das nehmt ihr wieder und stellt es wieder zwischen die Hände. Wieder den Kopf nach oben, das andere Bein nachziehen und dann ganz langsam hochrollen. Und nochmal den Himmel grüßen. So, jetzt habe ich es einmal langsam erklärt. Jetzt mache ich es noch einmal flüssig vor, damit ihr seht, wie es insgesamt aussieht.